Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg, Jan und Ska. Sag mal, Jan, du warst hier viel unterwegs diese Woche in Sachen Passagierdaten. Darüber haben wir ja auch schon mal berichtet bei unserem Straßburg-Video. Was gibt's denn da Neues? Naja, es ist jetzt nach 7, 8 Jahren Debatte, steht es kurz vor der Tür, dass wir mit den USA das sehr umstrittene Fluggastdatenabkommen hier bekommen, mit den USA so ein neues Abkommen bekommen, wo eben Informationen von uns allen, wenn wir in die USA reisen, bis zu 15 Jahre gespeichert und ausgewertet werden können. Das geht weit über das hinaus, was wir hier in Europa diskutieren, wenn es zum Beispiel um die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten geht. Ja? Also ein tiefer Eingriff in die Grundrechte, in den Datenschutz und ziemlich unklar, was die eigentlich mit diesen Daten alles anstellen können und wofür die das alles benutzen können. Also für kleine Straftaten, für Kontrollen an der Grenze. Ja? Da wird dann sozusagen alles Mögliche mit einbezogen, was du am Flughafen mit deinem Boardingpass gekauft hast, welchen Sitz du gebucht hast, was du für ein Essen genommen hast, deine Telefonnummer, deine Buchungskarte und so weiter, ja. Alles wird da festgehalten und analysiert. Das ist sozusagen der Einstieg eigentlich in die Totalüberwachung, weil jeder wird überwacht, ja. Nicht nur Verdächtige, nicht nur Terroristen, sondern wirklich jeder, und es wird auch bei jedem fast ausgewertet und bewertet. Wir als Grüne sind dagegen, immer noch. Die Liberalen sind immer noch an unserer Seite. Bei den Sozialdemokraten und der Union sieht das aus, als würden die wackeln. Das heißt also, die große Koalition hier scheint die Überwachung voranzutreiben. Das ist ein böses Omen. Wir werden aber natürlich alles versuchen, jetzt in der kommenden Woche nochmal ordentlich Trouble zu machen und zu zeigen, dass dieses Abkommen nicht vereinbar ist mit unseren Grundrechten. Das ist ja auch hammerhart. Aber das passt ja auch ganz gut in das Bild, was wir auch anderswo bekommen. Die Kommission hat ja auch vorgelegt einen Vorschlag, den wir nächste Woche genauer besprechen werden. Und zwar einen Vorschlag zu intelligenten Grenzen, wo Genau. halt alle Leute, jetzt nicht die in die USA fahren, sondern alle Leute, die in die EU reinreisen, sei es zum Urlaub, was auch immer, oder auch alle Leute, die aus der EU rausreisen, also wenn wir mal auf Parlamentsmission fahren, dass das alles registriert wird und dass man dann quasi durch so ein automatisches Gate geht. Da muss man, weiß ich nicht, sich beweisen, dass man wer ist. Irgendwie, weiß ich nicht, Fingerabdruck, Iris, was auch immer. Und dann kommt man da durch oder nicht. Oder das Licht geht auf Rot und man kommt nicht durch. Wegen irgendwelchen Fehleinträgen, weiß der Geier, weil man nicht registriert wurde, dass man rausgegangen ist aus der EU etc. Das ist schon richtig hart. Da geht ja auch Grenzpolitik und Datenschutz irgendwie zusammen, beziehungsweise konträr zueinander. Genau, und wenn du dich nicht registrierst, bist du natürlich gleich verdächtig, ja? Und das ist ja das Grundsatzproblem. Man wird verdächtig, nur weil man eben nicht freiwillig alles herausgibt, was man hat, ne? Aber Grenzschutz und überhaupt Migration, Asyl spielt ja auch sonst noch gerade eine Rolle, ne? Die Kommission hat jetzt auch noch ein weiteres Grünbuch vorgelegt, wenn ich das richtig gehört habe. Da gibt es gerade eine ganze Menge von verschiedenen Vorschlägen. Einerseits die Grenzüberwachung, zum Beispiel im Eurosur-Projekt, diese Smart Borders, die wir nächste Woche auf dem Hearing besprechen werden. Und dann gibt es diese Woche noch eine Mitteilung zum Thema globale Herangehensweise an Migration. Da soll es eigentlich darum gehen, wie kriegen wir unsere globalen Politiken und Politikfelder mit Migration zusammen, wie kriegen wir es denn, dass Migration auch für die Herkunftsländer was Gutes ist, etc. Das klingt ja alles irgendwie sehr nett, aber es geht halt auch darum, wie kriegen wir es hin, dass andere Staaten was dagegen tun, dass eben Leute aus ihnen raus migrieren. Und zudem sagen wir ja auch, naja, Leute, liebe Kommission, es wäre ja schon mal schön, wenn es eine europäische Migrations- und Asylpolitik Richtig, geben würde. Warum dann nicht mal zu Hause anfangen, sondern gleich auf die globale Ebene gucken? Tja. absolut, genau. Also da ist noch viel Arbeit zu tun und bei der Grenzüberwachung, also werden wir ja dann nächste Woche bei unserem kleinen Hearing sehen, was wir da so an Kritikpunkten finden können, wahrscheinlich viele. Einen kleinen Lichtblick hat es diese Woche gegeben. Wir haben jetzt gerade eben abgestimmt über den Bericht zur Netzneutralität, wo das Europäische Parlament ganz klar gesagt hat, wir wollen ein offenes Internet weiterhin auch. Da soll es keine Möglichkeiten geben, mal eben zu sagen, naja, du bist ein guter Inhalt, du bist ein schlechter Inhalt. Also was weiß ich, skypen dürft ihr, aber Blogartikel oder gar Videos hochladen, wo ihr irgendwie eure Meinungen sagt, finden wir kritisch. Das würde ja auch unsere Videos vielleicht betreffen hier aus Straßburg, das wollen wir nicht. Deswegen, es gibt auch gute Sachen im Europäischen Parlament, die wir schaffen können hier und hoffentlich geht es so weiter. Ja, genau, beim nächsten Mal dann wieder, ne? Tschüss! Tschüss!